So. Aua. Doch den Schleichmodus angehabt. Na gut, dann nicht. Dann geht's nochmal wieder rauf. Und immer bleibe ich da an dieser Kante hängen. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Ach ja, hier. Leiter hoch. So, können wir jetzt mal hier schleichen. Schleichen, schleichen geht doch. Weg, weg. So, drüben auch nochmal. Zack, zack, na, zack, zack. Zack, zack. Ich müsste eigentlich übrigens zwischendurch mal ein bisschen was essen. Damit sich dann auch die Energie wieder auflädt, weil wenn ich nochmal runterfalle, bin ich hinüber. Nicht, dass das jetzt irgendwie schlimm wäre, ich bin ja direkt an meiner Base, aber nö, muss ja nicht sein. Ich mache hier jetzt erstmal zu. Ich habe ja überlegt, ob man hier noch irgendwie, ja, so eine Dachluke oder so ein Dachfenster oder sowas einbaut. Ich mache jetzt erstmal zu. Die kann man immer noch mal einbauen, die Sachen. Von daher alles gut. Das und. Ja, komm. Scheißegal, dann haben wir welche. Für den Fall, dass wir mal welche brauchen, ist dann alles gut. So, 46 müssten aber eigentlich. Naja, mit den 100 habe ich. Mit den 50 habe ich mich ja auch schon weit aus dem Fenster gelehnt, ne? Sind sogar 47 durch den Schrott, der da noch drin war. Sehr gut. Hier mit dem Hochkommen, wenn das dann von innen auch verkleidet wird, wird das hier wahrscheinlich ein bisschen schmal. Weil es wäre dann ja von hier irgendwie noch einer dran und ne, wäre ein bisschen eng. Muss mal gucken, wie wir das machen, ob die Leiter so bleibt oder ob wir das dann irgendwie mal verändern irgendwann. Aber erstmal lassen wir es mal so. Weil noch kommt man dann ja hoch, ne? Das ist ja alles kein Problem, noch geht das ja. Oder es kommt da halt das Dachfenster hin und dann kommt man halt direkt vom Dachfenster hoch. Ne? Das wird natürlich auch gehen. Ja. Habe ich eigentlich eine Schaufel? Ja, ich habe eine Schaufel. Warum benutze ich die denn nicht? So. So, da kommen wieder dann die Schicht glatte drüber. Ja, schmale, kleine, flache Mini-Slabs. Ein Sechzehntel hoch. Wie auch immer man sie nennen möchte. Ups. Gucken wir mal, was wir da noch haben. Ich glaube, ich hatte ja welche weggelegt, einfach nur. Oh, meine Rüstung ist hinüber. Nein, meine gute Rüstung. Nö. Ich guck gleich mal, dass ich mir mal eine Kaktusrüstung mache. Mann. Grünes Hemd habe ich schon an. Kann ich mir auch eine grüne Rüstung machen, oder? Habe ich hier mal ein bisschen. Nö, habe ich nicht. Gut. Dann schauen wir mal. Lehm, Edeki. Möbel. Lickies. Ich hatte doch welche von. Ja, aufmerksamen Zuschauer. Ihr wisst bestimmt, wo ich es hingetan habe. Ach nee, hier. Ja, alles gut, alles gut. Ah, ja, neulich schon mal irgendwie an der Kiste vorbeigelaufen und dann freundlich im Kommentar darauf hingewiesen, wo mein Kram denn ist.
Ah, schön, schön, schön. So. Gut. Noch, ne? Wie gesagt, noch kommt man hier hoch. Ach nee, wir haben ja gesagt, Fenster sind hier zwei hoch. Wollte gerade sagen, Türen? Irgendwas stimmt doch hier nicht. So, wie legen wir sie denn? Wir legen sie mit dem weißen, wenn man so steht, zu mir hin. Gut, falsche Seite. So. Schaufel. Jetzt ist die Dings falsch rum, ne? So, mit dem Weißen, wenn man so steht. Und es reicht natürlich nicht. Das ist inzwischen durch? Na, das ist gleich durch. Jetzt ist durch. Steinzeug. Wieso ist der eigentlich hier oben? Wieso ist das hier eigentlich so unordentlich? So. So schön. Lehm. Brauchen wir auch nicht mehr. Wieso habe ich denn keine? Ach, leck mich am Arsch. So. Das kommt hier wieder rein. So. Das kommt hier hin. Gut, das ist gebrannter Lehm. Obwohl der ja eigentlich dann auch bei Stadtzeug mit rein könnte, ne? Kann ich hier mit dazu tun. Das ist ja eigentlich auch theoretisch gebrannter Lehm. So, das hier, das hier, das hier, das da, 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 da. Gut. Den Eimer, so. Hallo Kuh. Mach mal Mu. Oder nicht? So. Nein. Da kriegen wir hier Robin. 8. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ne? Ah. Man müsste aus einem. Du Betrüger! Da müsste man noch 16 rauskriegen, oder? Verrückt, verrückt, verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Gut. Es wäre so schön gewesen. Gut, aber wenn wir eh schon mal hier unten sind, können wir auch hier gleich schon mal ein bisschen aufräumen. Da ist nichts mehr. Hier ist noch ein bisschen was. Ich habe doch eine Schaufel. So ist gut. Also. Da müssen noch Fenster rein und dann, ja dann, so wie hier, ne? Dann war's das. Gut, oben Dachluke, Dachfenster, Öffnung, Ding, Gaube, Gaube sagt man, glaube ich, ne?
So. Gut, dann. Glas, 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 Glas. Gut, dann haben wir nämlich den oberen Teil von dem Turm. Hier oben dann auch vorläufig fertig. Ist von innen natürlich nicht so schön, ja, mit dem, dass es hier so ist. Und habe ich irgendwann mal gesagt, dass man vielleicht hier einen doppelten Boden reinziehen kann. Irgendwas in die Richtung. Würde das Ganze natürlich noch wesentlich schmaler machen. Man hätte aber eventuell Möglichkeiten, eine Treppe vernünftig hochzubauen. Gut, ja, und hier, wie gesagt, da muss der kleine Balkon noch dran. Ansonsten, ja, kann man sich mal so erlauben, ne? Ja, also hier oben muss auf jeden Fall noch Dachfenster rein. Nur von beiden Seiten am besten, dann hat man nämlich hier oben gleich nochmal ein bisschen Platz. Und ansonsten, ja. Ne? Ja. Gut, hier müssen wir mal gucken. Hier unten wäre ja theoretisch die Möglichkeit, diesen doch inzwischen arg hässlichen Abstieg ein wenig zu optimieren, indem man hier vielleicht noch eine Tür. Ja, sehr klug. Indem man hier noch eine Tür irgendwie reinknallt. So, auf welcher Höhe sind wir denn hier überhaupt? Da geht doch aber. So, auf der Höhe wäre dann die Tür, das wäre schon okay. Da müsste man dann gucken. Das heißt, das Ding hier muss wieder zu. Und dann. So, wieder 1 Million mal Schrauben drehen. Ach nee, es ging ja jetzt dann so. Gut, wir haben ja gesagt, die Tür, die führt hier eh dann zu so einem komischen Bereich, wo es dann runtergeht. Da könnte man doch eigentlich dann hier an der Seite einen Abstieg. Gut, das Fenster sollte man schon irgendwie nutzen können. Wäre vielleicht nicht die blödeste Idee. Na, guck, guck. Aber dass man dann hier einen Abstieg macht. Aber dass man hier reinkommt, so ein kleines Podest hat. Ja, hier, dass man hier dann. Ja, hier kommt natürlich dann Geländer hin, Zaun, Absperrung, wie auch immer man das dann machen möchte. Und hier geht es dann eben runter, dass das ein bisschen tiefer liegt. Muss man halt hier gucken von außen. Wo ist denn hier die? Gut, da wäre dann überall. Ja, gut, geht, ne? Geht. Das wäre dann alles ein bisschen tiefer. Müsste dann ja so bleiben. Ne? Hier. Ups. Ja, da kommt Dings rein. Stein. Ah, hier kommt Stein, das kommt zu, das kommt. Der Abstieg ist eh hässlich. Können die Tür natürlich auch zwei groß machen. Na, muss man mal schauen. Gut, erstmal kommen wir hier wieder raus.
Es ist übrigens, ne, 14 Uhr, naja, 15 Uhr. Und es ist eindeutig noch zu hell draußen, um irgendwie in den Höhlen zu bauen. Und ich kann hier oben leider nicht so wirklich abdunkeln. Das ist so ein bisschen doof. Also der Ausbau hier unten, den machen wir irgendwann mal, wenn es mal spät ist. Oder dunkel. Wird ja wieder Winter, ne? Aber hier wird es auf jeden Fall runtergehen. Hier geht's raus. Finde ja schön, dass das Boot noch da ist. Ja, hier, also hier geht's rein, da unten geht's rein oder raus. Hier ist das Fenster, hier kommt der Absperrung hin. Und hier unten, also das wäre dann alles halt eben tiefer. Hier oben könnte man dann gucken, ob er hier vielleicht hier schon zumacht. Oder hier schon zu. Ne, hier nicht zu. Scheiße, weil dann ist hier mit dem Abstieg nichts. Also hier könnte man natürlich zumachen. Und dann kann man hier runter. Und da hinten müsste dann auch irgendwie zu sein. Und der Abstieg nach unten, der wäre dann hier. Wo kommt man denn da überhaupt hin, wenn man da absteigt? Ist ja alles gar nicht so tief, ne? Es ist ja alles irgendwie noch über Meeresspiegel. Also wäre der Abstieg eigentlich nur ein Winkel hier rum, würde dann hier und dann hier unten nach unten irgendwie unten drunter weitergeführt werden. Und dann eventuell hier mit dem vom Bunker zusammengeführt werden. Hey! Ja, sowas. Angriff von hinten, meine Güte. Ah, gut. Aber wir gehen uns mal eben kurz hinten in der Wüste so ein bisschen Kaktus holen. Ein paar Kaktusse. Ja, das heißt Kakteen. Nee, Kaktusse war schon richtig. Ja. Wenn die Wüste da hinten überhaupt Kakteen hat, na, das ist halt die andere Frage. Gucken wir doch mal. Na, drüber gucken geht noch nicht. Naja, wir gehen mal gemütlich hin. Hier der komische Baum, den wir mal gemolken haben. Ich glaube, der ist auch nicht wieder nachgewachsen, ne? Der ist gemolken geblieben. Aber dahinter war auf jeden Fall die Wüste. Wir gehen mal hin und gucken mal, ob sich hier irgendwas updatet. Aber ich befürchte. Ich befürchte, der ist nicht weiter. Hat nicht wieder neue Milch, Flüssigkeit, Gummi, Rohmasse, Silikon, Kautschuk, wie auch immer bekommen. Nee, der ist immer noch gemolken. Ich glaube, der ist hinüber. Empty und hier oben ist noch ein Full. Hier ist ein Empty. Nee. Oh, das ist neu, ne? Da, das. Na, scheint doch nachzuwachsen, aber muss wahrscheinlich in der Nähe sein. Was ist das denn für ein Krater hier, meine Güte? Gut. Ah, Kakteen. Kakteen, Kakteen. Was denn für eine Wüste? Keine Kakteen wachsen, ist ja uncool. Das ist eine blöde Wüste. Da hinten sind Kakteen. Naja, sind. Einer. Ein Kaktus ist vielleicht ein bisschen wenig. Hier ist eine Schlucht, die sich irgendwie einmal durchzieht. Können wir auch mal eben gucken, was da los ist. Ach, jetzt hätte ich natürlich schön mein Boot dabei haben können, ne? Oha. Oha. Oh. Oh. Da oben ist noch ein Kaktus. Da ist noch einer, da ist noch einer. Gut, da sind. Oh, ja, okay. Also doch. Eine Wüste mit Kakteen. Sehr gut. Ah, da sind noch mehr Kakteen. Und Bäume. Und Büsche. Und ein Überhang. Aber ansonsten ist hier nichts weiter, ne? Hm, schon öde.
Ach, da sind noch mehr Kakteen. Gut, ich denke mal, die Kaktusrüstung ist auf jeden Fall schon mal safe. Hallo? Komm hier. Pam, pam. Da brauchst du gar nicht zu schnaufen. So, dann holen wir uns mal den Kaktus. Den einen. Na gut, und den anderen. Oh, ein Überhang. Na sowas. Nanu? Was kriegen wir denn? Kriegen wir überhaupt? Ihr kriegt zumindest schon mal eine schicke Mütze. So. Kaktushelm. Na, wenn der mal nicht piekst, ne, dann weiß ich auch nicht. Das ist ja noch so einer. Hey. Hä? Wo zischelt das denn hier? Zischelt es hier aus der Höhle? Gut, da kommt es wahrscheinlich her. So, den großen Kaktus, den hau ich auch noch um. Und dann habe ich, glaube ich, schon mal genug für ein Hemd. Pieksen die eigentlich? Du tust ja gar nichts. Mach doch mal was. Und damit es nicht so ganz scheiße aussieht, machen wir da wieder Erde rein. So. So, dann brauchen wir ein schickes Höschen. Und schicke Schuhe. Ja. Auch ein schickes Hemdchen reicht es noch nicht. Ne? Oh, hier da hinten, den holen wir uns auch noch. Ist das ein Dröter-Kaktus? Oh, ein Überhang. Nee, ist ein einfacher. Aber der reicht auch nicht für ein Hemd. Dann müssen wir doch hier vorne den da auch noch holen. Ansonsten wären hier ja auch noch welche. Oh, ein Überhang. Ups. Ja, schon mal erwähnt, dass hier ein Überhang ist. Ach, übrigens, hier ist ein Überhang, ne? Da, auf dem Überhang, da oben. Hier könnte man natürlich unter drunter und so. Gut, dann. Schön ist es geworden. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob man noch ein Kaktusschild machen kann. Gut, da reicht natürlich der Kaktus wieder nicht für. Überhang. Da hinten ist noch so ein großer Kaktus. Den holen wir uns auch noch. Können wir die eigentlich anpflanzen? Können wir mal ein bisschen was mitnehmen. Und dann können wir mal gucken, ob da was passiert. Ah. Hallo Kaktus. Los, gib mir deine Stacheln, du Sau. Was? Stich mich. Kaktusschild. Sieht ein bisschen eckig aus, ne? Bisschen eckig. Ja, gut. Ist halt so eine Kaktusmatte-Platte. Wäre natürlich geil, wenn man die auch so irgendwie im First Person sehen würde. Überhang. So, dann haben wir alles. Und, ich pflanze hier mal einen Kaktus ein. Einmal auf Sand. So. Und einmal auf Erde. Gucken wir mal, was passiert. Der Rest kommt in die Kiste rein. Schalalalala. Guck mal, Kaktus haben wir noch gar nicht dabei. So. Holzzeug. Auf den Zäunen haben wir, glaube ich, echt genug inzwischen. Steinzeug. Da. Und Cobblestone. Da. Und Sand. Da. Und
Erde. Da, 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 da. Werkzeug kann man alle wieder wegtun. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Und, jo. Dann läuft das, ne? So. Boah, die Felder, dass sie hier brach liegen, ne? Irgendwann müssen wir mal alles, was wir haben, irgendwie einpflanzen. Sonst ist hier irgendwann alles mit Unkraut zugewuchert. 100, 100. Ja, hier muss der Balkon noch dran. Und dann, ja, müssen wir mal schauen, wie wir dann weitermachen. Balkon dran, hier oben Dach, Öffnung, Fenster, Teil, Ding. Ja, und dann soll es eigentlich dann mit dieser doch relativ kurzen Aufnahmesession gewesen sein. Ich wollte das alles noch schneiden und rendern und heute hochladen. Ich habe noch so ein paar andere Dinge, die ich testen möchte. Dazu aber irgendwann mal später mehr. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschö!